So, wir haben uns da jetzt doch noch reingeglitscht. Wir müssen jetzt allerdings die Bastarde irgendwie killen. Wieder mit der Medic. Geh jetzt auch gleich zum Angriff über. Das Problem ist, dass ich auf die Weise natürlich nicht mehr zurückkomme. Nämlich selbst wenn ich dann theoretisch von ganz da oben wieder runterspringen würde mir das nichts bringen. Weil ich mich ja nicht nochmal durchlichten kann, weil dann die Bastarde von der Enklave tot sein werden. Hey, ist das ein Bastard? Der und sein nerviges Snipergewehr. Sniper-Nerfer! Ey, ich geb's dir, du verdammter Medic-Bastard! Nö, der hat mich nicht so arg getroffen. Hier kommt's jetzt nämlich auf jeden Strich an, weil ich nicht weiß, ob's hier noch eine Möglichkeit gibt, sich zu heilen. Also, das werden wir zwar natürlich bald wissen, aber jetzt wissen wir es noch nicht. Mann getroffen, Mann getroffen! Ach nee. Mein Bein! Sind ja jedenfalls mal alle weggekriegt. Und jetzt ziehe ich sogar noch mehr ab. Durch das Achievement, das ich jetzt gekriegt habe. Der Kontrollzentralrechner, keine Ahnung, ob der was bringt. Wahrscheinlich nämlich nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Ja, das ist nämlich die Tür, durch die man jetzt normalerweise so hätte irgendwie durchkommen müssen. Wo ich mich aber dran vorbeigeglitscht habe. Ah, und hier ist der Ausgang. Bevor ich den aber nehme, gucke ich mich um. In der Hoffnung, hier nochmal irgendwo Heilung zu kriegen. Ach so, hier könnte man sich sogar wieder rausditschen. Man käme dann aber unmöglich nochmal rein. Das wäre das Problem. Ja, und hier, da wäre man nämlich durchgekommen, wenn man ganz viel auf Dietrich hat, aber tut man natürlich nicht. Und hier komme ich jetzt auch nicht rein. Toll. Das heißt, ich kann gucken, aber wahrscheinlich geht's nicht. Mit 16 auf Dietrich mit Sicherheit nicht. Na toll. Das heißt, ich könnte theoretisch wieder hier rauskommen, aber nicht mehr zurück rein. Ich fürchte, das bedeutet, dass ich jetzt alles so schaffen muss, ohne mich nochmal zu heilen. Und das könnte ein Problem werden. Wenn hier jetzt nämlich nirgends mehr ein Bett oder sowas kommt. Hä? Wo bin ich? Ich bin schon in dieser Außenregion. Es gibt hier diesen Glitch. Was? Oh nein, guck mal, was da alles ist. Das ist ein kleines Problem jetzt. Na toll, die werden es mir zeigen. Diese blöden Konsolen hier. Was sollen die? So, okay, man kann sich hinter denen verstecken, aber man hat nichts davon. Ja, alles überfüllt ist. Wenn ich bloß 50 auf Dietrich hätte, dann wäre alles so einfach. Ich muss es so ummodden, dass man da auch ohne 50 auf Dietrich durchkommt. Und das darf ja wohl nicht sein. Ich frag mich, was passiert, wenn man die Linse von diesen Turrets aussieht? Nix, weil man das nicht schafft. Aber gefrenzied werden die dadurch mit Sicherheit nicht. Buh.
Hast du das gesehen? Wie kann das denn so buggig sein? Nö, ich krieg die blöde Linse von dem Teil noch nicht mal verkrüppelt und kann somit nicht rausfinden, was dann passiert. Ich meine eigentlich, mich zu erinnern, dass es nichts bringt. Hä? Das sind aber jetzt denen ihre Bots, oder? Na toll. Muss man aber erstmal schaffen, die zu frenzieren. Warum entdecken die mich denn immer? Ich bin doch hier unsichtbar. Ja, toll. Eigentlich soll ich es jetzt ausnutzen, wenn die sich gegenseitig fertig machen müssen. Aber so ungefähr muss das gehen. Nein, der zeigt mir. Jetzt habe ich natürlich mal wieder nur meinen einen Stech, für den ich ja bekannt bin. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig mit einem Strich. Irgendwas ballert da die ganze Zeit. Hä? Der gefrenzelt? Nee, aber leider guckt ihr in die Richtung. So ein Mist. Wenn der in die andere Richtung gucken wird, könnte ich ihn frenzeln. Deshalb hoffe ich mal, dass der sich irgendwann umdreht. Und dann wird es nämlich gehen. Na super, man muss aber schon auch die verdammte Waffe dann rauskriegen. Nein, ich hab nicht in dem Moment gespeichert. Och nö, das war die Waffe aber auch nicht schon gezogen. Es ist der Turret nicht da. Ich meine, der Bot. Der Turret ist natürlich da, weil er sich ja nicht bewegt. Fehler, Error. Ich habe da nicht geschossen. Vor allem in New Vegas gibt es den Bug natürlich auch. Jetzt kommt dieser Fastard. Wenn ich den bloß irgendwie schnell ummurksen könnte. Mit der Kameraführung bin ich ja auch nicht wirklich zufrieden, wenn ich ehrlich sein soll. Na toll, was soll das denn jetzt? Wenn man da überhaupt nicht sieht, wo die alle sind. Wenn man da so belagert wird, sozusagen. Ja, der ist niedergeballert. Ey, du und dein Popo-Angriffsmuster. Na toll. Nein, ich hasse dich. Wir haben einen Todesopfer.
Dann geht es jetzt nicht anders als so. Stimmt's? Ja, die kommen dann sogar hier rein. Nium! Wenn ich es geschafft hätte, den ganz schnell zu fremdziehen, dann wäre es sogar nochmal möglich gewesen. Ich muss mal gucken, was ich da jetzt mache. Wieder genau das, was ich nicht wollte, dass ich nämlich mit einem Strich alles machen muss. Naja. Komm halt her, wenn du was willst. Ja, super, wenn man nicht aufsteht. Ja, toll, da wäre wieder der Blechhammer gewesen, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich den nicht gefrenzigt krieg. Nein! Nein! Dieses beschissene Pip-Boy-Licht! Oh nein, jetzt kommt der hier einzeln. Ich muss den jetzt irgendwie tot kriegen. Zum Beispiel so. Indem ich ihm alles wegnehme und ihn dann knüppel. Ich hab schon gedacht, der käme überhaupt nicht mehr hoch. Mal sehen, wie viel dieser eine Strich ist. 27 HP sind das gerade mal. Das ist natürlich nicht besonders viel. Ich könnte natürlich in meiner Not hier das tragbare Heilungsgerät einsetzen, aber es wäre Verschwendung, weil ich hierher ja eh nicht mehr zurückkomme. Wenn ich das Medic weggemacht. Allerdings mit so einer Strategie wird es ja noch ewig dauern. Es werden viel mehr Videos, als ich geplant habe. Hä, das war ja so klar. Woher wusste ich das denn? Dass das wieder passieren wird. Natürlich auch wieder ein Fehler, dass es so tut, als würde es noch laufen. Mann, aber dass sie da so viele von diesen Bastarden hingestellt haben, zuckt doch. Wenn ich nämlich diesen nervigen Bot gefrenzied kriegen würde, dann wäre alles überhaupt kein Problem. Dann könnte ich nämlich einfach die anderen Bastarde wahrscheinlich abrattern. Während die gegen den Bot kämpfen müssen. Nur so geht das halt nicht. Der ist direkt hier. Jetzt kommt natürlich nur der. Ach nee. Tja, jetzt müsste irgendwas anderes da sein, auf das der losgehen könnte. Nium! Wenn sowas passiert, dann war's das natürlich. Nein! Wie kann der sich so schnell umdrehen? Ah!
Aha. Feindlicher Idiot entdeckt, sage ich da nur. Na toll, jetzt kommt der da. Mann! Geh doch einfach auf den blöden Bot los. Boah, fast! Nein! Wo soll ich mich denn da verstecken? Nein! Lauf! Was soll ich denn jetzt machen? So ein Schädel. Rotzu! Nein! Na jetzt? Ich habe ja schon gedacht, dass mich der Sturz killt. Aber dass man sich hier auch nirgends verstecken kann. Wie viele sich gegenseitig fertig machen müssen. Diese Nerver da oben. Und nicht, dass sie auf mich losgehen. Kann doch nicht sein, dass sie sich jetzt plötzlich nicht mehr gegenseitig finden. Das ist völlig unmöglich. Nein! Ich muss mich doch irgendwo verstecken können vor denen. Nö! Der ist doch sogar low-levelig, der kann eigentlich überhaupt nichts. Vielleicht könnte ich den auch so wegkriegen. Obwohl dann natürlich immer noch das Problem wäre, dass es den Bot auch noch gibt. Ja, gell, eigentlich müsste es gehen. Aber das Sturmgewehr rattert ja viel zu langsam. Endlich ist der feindliche Idiot tot gemacht. Muss ich hier nur irgendwie nochmal rauskommen, ohne dass mich der Bot erwischt. Weil den Bot will ich natürlich benutzen, damit der die Bastarde von der Enklave erledigt. Also darf der mich jetzt aber nicht erwischen. Oder zumindest nicht so, dass ich sterb. Na, der ist da drin. Yeah, sowas darf natürlich nicht passieren. Wenn er sich nämlich dann mal kurz umdreht, dann kann ich da einfach raus. Und ja, ich weiß, es ist die totale Zuckerstrategie. Oder zumindest werden das einige wahrscheinlich so sehen. Not macht halt nun mal erfinderisch. Und ich glaube kaum, dass sonderlich viele andere auf diese Strategie draufgekommen wären. Weil solche verrückten Ideen hatten Normalsterblicher wahrscheinlich nicht. Hä? Na doch, das ist immer noch die gleiche Stelle. Ich wüsste es aber echt gern, was das ist. Na klar. Wenn man die Linse von dem Teil wegschießt, wollte ich sagen. Meine Hoffnung wäre nämlich die, dass der Turret dann auch gefrenzelt ist. Du blöder Bastard-Wetz-Modus! Will doch nur wissen, ob der dann gefrenzelt wäre. Nee, die Linse ist dann nur verkrüppelt, was so viel bedeutet wie, der zielt dann nicht mehr so gut. Da habe ich ja was von. Ach ja, ich wüsste gern, was das für ein Wetter ist. Na klar, es ist tatsächlich Silent Night. Was jetzt? Kommt wieder der Napalm-Bastard, stimmt's?
Ziel müsste es nämlich sein, den Napalm-Bastard auch noch da unten reinzulocken und dann mit Hilfe von dem Bot zu killen. Ja, dann schieß doch auf den feindlichen Idiot. Ach so, aber ich muss natürlich auch auf den feindlichen Idiot schießen. Beziehungsweise jetzt bin ich irgendwie am Verlieren. Wenn ich ihn niedergeschlagen krieg, dann könnte ich ihn natürlich insta-killen. Dann wäre es überhaupt kein Problem. Wie stellt er sich gerade blöd an? Na toll, aber jetzt? Hey, ich kann ja kaum glauben, dass ich noch lebe. Aber irgendwie bin ich noch da. Und ich werde es jetzt aber wahrscheinlich wirklich so machen, dass ich so oft lade, bis der endlich mal niedergeschlagen wird und dann kill ich ihn. Kann sich nur um Stunden handeln, bis das klappt. Irgendwas sagt mir, dass ich das heute sogar überhaupt nicht mehr darf. Also das Spiel durchzuzocken, meine ich, und dass ich dann nochmal endlos viele Videos zu konvertieren habe, für die aber eigentlich gar nicht genug Speicherplatz ist. Hey, irgendwie erinnert mich das sogar ein bisschen an Broken Steel. Ist ja Broken Steel. An dieses verdammte New Vegas erinnert mich das. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja toll! Ey, der hat mich ausgetrickst! Ach, da steckt der jetzt. Ich habe ihn ein paar Mal geknüppelt und er hat mich irgendwie nicht getroffen. Also hat er jetzt wieder ein bisschen weniger Striche übrig. So trifft er mich natürlich, so ein Mist. Ich sage echt dauernd so ein Mist. Gib du feindlicher Medic! Die Napalm-Soldaten sind so bastardig. Ziel ausschalten. Die sind nämlich einfach nur unfair. Wer hat sich das bloß ausgedacht mit denen? Ich will ihn jetzt endlich ausknocken. Dann hätte ihr nämlich überhaupt keine Chance mehr, sondern dann würde ich den sprengen. Ich meine, niedriger als 1% wird die Chance auf einen Niederschlag nicht sein. Zwar nicht, auch nicht höher als 2%, aber trotzdem. Irgendwann muss es doch einfach mal wieder klappen. Wobei, wenn der jetzt die ganze Zeit sowas von blöd ist, mich irgendwie nicht erwischt, obwohl er eigentlich in der Lage sein müsste, mich abzuknallen, dann kann ich ihm vielleicht sogar so zeigen. Na, sobald er schafft, sich dann wieder zu mir umzudrehen, war's das. Er schießt jetzt 2-3 Mal und ich bin tot. Nein! Dieser Fehlfunktionsblecheimer ist auf einmal wieder da. Aber immerhin hat der jetzt mit seiner Rakete diesen Oberblödmann da hinten abgerohrt. Vielleicht soll ich den Blecheimer einfach killen lassen. Weil der bringt mir ja eh nicht so viel. Anscheinend doch. Der killt jetzt anscheinend den Enklaven-Bastard. Tatsächlich, der hat ihn tot gekriegt.
Und ein Zielsperrstatus. Geh doch mal aus dem Weg. Bahn frei. Oh, fast hätte mich abgerohrt. Ich frag mich, ob der Blech einmal in der Lage ist, hier dann wieder hochzukommen. Aber anscheinend kann der das nicht, sondern er kann nur da rein. Soll einer verstehen. Bring doch mal ganz einfach. Naja, egal. Ich mache jetzt wieder ein neues Video. Und eigentlich können jetzt schon wieder nur noch 3-4 weitere kommen. Also ich sollte mich vielleicht mal ranhalten. Und das endlich abschließen. Also 10, 9, 8...